Ja, Mahlzeit Freundin, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um mein Taschenmesser und zwar eins von der Firma Victorinox. Es handelt sich hierbei mal wieder um das Modell Spaten. Ich bin da ein großer Fan von diesem Taschenmesser. Es hat einige Basics und mir reicht das vollkommen, also meistens jedenfalls. Und das ist ein Modell mit den Ecoline-Schalen. Ähnlich wie vom Sentinel. Also das sind diese etwas dunkleren, matten Griffschalen mit dem, das scheint hier noch ein älteres Modell sein, mit diesem eingeprägten Kreuz. Also beziehungsweise das Logo ist ein bisschen anders als das, ich würde jetzt mal sagen, als das aktuelle. Wenn man das hier mal so sieht, das ist jetzt das aktuelle. Das ist das, ja. Das von der Ecoline-Variante. Hier ist ja eins aus Metall ja, eingebettet. Und hier ist das nur eingeprägt und ja, mit ja, eingefärbt. Aber das nur am Rande. Ja, mal kurz ein paar Specs zum Taschenmesser. Die habe ich hier gleich im Blick. Wir haben ein Gewicht von 59 Gramm. Eine Höhe von 14,5 mm und eine Länge im geschlossenen Zustand 91 mm. Ja, schauen wir uns mal kurz. Es ist ein Spaten, das kennt glaube ich jeder. Einmal die große Klinge. Dann haben wir die kleine Klinge. Nee, Quatsch. Hier ist die kleine Klinge. Dann haben wir hier die üblichen Verdächtigen. Den Dosenöffner mit dem Flachkorb und hier den Flaschenöffner auch mit dem Flachkorb und dem Kabelabisolierer. Dann haben wir hier den Korkenzieher und hier die Bohr-, Näh- und Stechahle. Dann haben wir hier den Schlüsselring. Immer gut, immer irgendein Gebamsel dran. Dann einmal die Pinzette und den Zahnstocher. Ja, aber irgendwie ist das cool mit den, ja, ich sag mal jetzt Nylon-Griffschalen. Da die Celidur-Griffschalen, was ja auch nichts anderes als irgendwie. Ja, Granulat ist, was gepresst wird und ja, auch ein Kunststoff ist, aber das ist hier, die sind so auf Hochglanz und das ist halt matter. Sieht man, ist ein bisschen anders. Ansonsten identisches Taschenmesser. Hier erscheint wirklich ein bisschen älter zu sein. Hier ist einmal Officer Swiss und hier Officer Swiss mit dem, ich denke, ja, mit der Armbrust. Ich dachte mal, es ist ein Regenschirm, aber nein. Da kommt diese Fokus, kriegt das hin. Das ist eine Armbrust und ein Kreuz. Ja. Was ist euer Lieblings Victorinox? Also ich kann mich nicht entscheiden. Also zu 90% habe ich meistens immer einen Spaten oder einen Tinker, weil die flach sind halt, Sentinel auch mal und also desto schmäler und leichter, desto einfacher mit zu, also ja, auf Tasche zu haben. Ne, Swiss Champ und die ganzen Trailmaster und so, das ja, geht auch, Rucksack, Tasche, ne? Wie auch immer. Gut, bedanke mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und schreibt mal runter, was euer Lieblings-Victorinox ist, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.